Eine Tasse Kaffee, ein Stück Brot, mehr braucht es nicht, damit Romain Mpembele sich als Mensch fühlt, als Gleicher untergleichen. Denn Romain ist eigentlich obdachlos, einer am Rande der Gesellschaft. Ohne Papiere, ohne Perspektive. Manchmal kann schon ein einfaches Frühstück die Welt bedeuten. Das ist eine unglaubliche Freude, eine ungeheure Befriedigung, in den Genuss der Nächstenliebe von Monsieur Ben zu kommen. Monsieur Ben oder einfach nur Ben, so nennen ihn alle. Eigentlich heißt er Ahmed Ben Abdelmaran und kommt aus Marokko. Vor 19 Jahren hat er in Brüssel sein Hotel eröffnet und es Mozart genannt. Ein steingewordenes orientalisches Märchen. Ein Drei-Sterne-Hotel, so bunt wie Monsieur Bens Lebensgeschichte. Die Hotels sind doch nicht immer voll. Vor allem im Winter, Januar, Februar, wenn es kalt ist, lasse ich die Menschen herein. Wissen Sie, ich versetze mich an Ihre Stelle. Wenn Sie mich dann mit dankbaren Augen ansehen, dann ist mir das eine Freude. Und so öffnet Ben seine Tür für Menschen in Not. Jeder bekommt hier ein Frühstück und oft auch ein Zimmer, egal ob er bezahlen kann oder nicht. Und bisher hat sich noch keiner der zahlenden Gäste beschwert, sagt Ben, im Gegenteil. Das ist doch fantastisch. Ich wünschte, es gäbe mehr Menschen wie ihn. Darüber kann man doch nur froh sein. Es gibt so viel Unglück in der Welt. Es ist immer das gleiche Lied. Ohne Aufenthaltserlaubnis keine Arbeitserlaubnis, ohne Arbeit keine Aufenthaltserlaubnis. Dabei hatte Romain jahrelang Arbeit in einem Malereibetrieb. Doch irgendwann gab es nicht mehr genug zu tun, sein Chef musste ihn entlassen. Die Arbeitserlaubnis war damit weg, nach einem halben Jahr konnte er seine Wohnung nicht mehr bezahlen und landete auf der Straße. Über das Leben auf der Straße spricht Romain nicht viel und wenn, dann vermeidet er fast ängstlich, über sich selbst zu sprechen, erzählt nur von den anderen, vom Leben auf der Straße allgemein. Hier, am Hintereingang einer Kirche im Zentrum Brüssels, hatte er seinen Schlafplatz viele Monate, ein gefährliches Leben. Wissen Sie, wenn Jungs zu 7 oder 8 sind und angetrunken, dann kann alles passieren. Die drehen durch, werden gewalttätig, regen sich über alles auf. Die kümmern sich einen Dreck um das Leben der Leute, die hier schlafen. Die Schlafplätze sind picobello sauber und aufgeräumt. Die Leute, die hier schlafen, sagt Romain, sind keine Clochards, keine Drogen, kein Alkohol, sondern einfach nur Pech im Leben. Auf der anderen Seite der Kirche, zeigt uns Romain, liegen die, denen der Alkohol das Leben kaputt macht. Es sieht anders aus dort. Dann traf Romain Ben. 7 Monate ist das her, seitdem lebt Romain hier. Ein Dach über dem Kopf, ein richtiges Bett, eine saubere Dusche. Romain wird diesen Moment nie vergessen. Wow. Das ist besser als bei mir zu Hause. Dusche im Zimmer und ein Fernseher. Als ich hier reinkam und das Bild vom Soldaten gesehen habe, habe ich gedacht, voilà, das muss ich tun. Nicht aufgeben und kämpfen. Und so zieht er los, bewaffnet mit seinen Papieren. Mit niemand Geringerem als der Präsidentin des belgischen Senats will er reden. Der Polizist am Haupteingang schickt ihn nicht weg, sondern erklärt freundlich den Weg zum Besuchereingang. Vielleicht ist es die Anwesenheit unserer Kamera, aber tatsächlich kommt nach einiger Zeit jemand, um sich Romains Fall anzuhören und verspricht, sich darum zu kümmern. Eine Riesenüberraschung. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe den Sprecher der Senatspräsidentin getroffen. Das ist ein Schritt nach vorn. Und dann geht es Romain wieder wie so vielen vor ihm im Hotel Mozart. Er muss warten auf den Anruf vom Senat. Hoffen darauf, dass endlich etwas besser wird in seinem Leben. Das Warten, sagt er, ist das Schwerste